Diese Nagelkunst verwandelt sich in Körperkunst. Lasst uns noch etwas Farbe hinzufügen. Unsere Nagelgurus streiten sich mal wieder. Eine sagt, dass sie professionelle Werkzeuge für eine gute Maniküre braucht. Und die andere sagt, dass auch normale Schulsachen ausreichen. Die Challenge kann beginnen. Oh, wow! Jeder soll ein anderes Design kreieren? Gebt verschiedene Nagellacktropfen in eine Schüssel mit Wasser. Macht ein Muster auf der Oberfläche. Hey, ich will meinen Finger nicht darin eintauchen. Na los! Jetzt ist mein Finger mit Nagellack bedeckt. Ups! Ich habe total vergessen, deine Nagelhaut zu schützen. Wir müssen es wiederholen. Trag den Nagelhautschutz um den Nagel auf. Und tauch den Nagel mit verschiedenen Nagellacken ins Wasser. Entfernt den zusätzlichen Nagellack. Wow, ich liebe das Ergebnis. Meine Nägel sehen aus wie ein Meisterwerk. Aber ich habe auch etwas, wo du staunen wirst. Ich benutze jetzt viel Kleber. Ist das deine Rache? Beschichtet die Hand mit einer dicken Schicht weißen Kleber. Deckt die Nägel nicht ab. Lass den Kleber dann trocknen. Färb die Finger und die Nägel mit weißer Acrylfarbe. Trag dann verschiedene Farben auf. Füg zufällige Punkte und Wirbel hinzu. Und lackiert alle Nägel. Entfernt dann den Kleber. Gib mit einem Pinsel drüber. Und entfernt den Kleber. Genial! Meine verklebte Hand verwandelt sich in eine Leinwand. Cooles Design! Jetzt wählen wir das nächste Design aus. Deine Schulsachen können bestimmt nicht mithalten. Das werden wir sehen. Beschichte dein Nagel mit rosa Nagellack. Mal Katzenpfotenabdrücke mit einem Punktierwerkzeug und verwendet schwarzen Nagellack. Wow, jetzt bin ich Catwoman. Aber ich kann auch Punkte malen. Erstellt mit blauen und weißen Acrylfarben glatte Wellen auf den Nägeln. Taucht das Ende des Bleistifts in schwarze Farbe und macht Punkte in verschiedenen Größen. Trag dann noch klaren Kleber auf. Meine Punkte sind nicht schlechter als deine. Das ist eine tolle Maniküre. Das passt zu mir. Beide Designs sind interessant und einzigartig. Lass uns weiter experimentieren. Ein professionelles Aero-Puffing-Tool hilft mir. Trag Nagellack auf die Folie auf. Taucht ein Aero-Puffing-Werkzeug hinein und entfernt den Überschuss. Macht dann einen Abdruck auf den Nagel. Vergesst nicht, einen Nagelhautschutz zu verwenden. Verwendet verschiedene Nagellacke, um einen Farbübergang zu erzeugen. Verteilt es mit dem Werkzeug. Zieht dann den Nagelhautschutz ab. Bringt auch einen Aufkleber mit Tropfen am Nagel an. Färbt den Nagel schwarz. Entfernt den Aufkleber, sobald der Lack getrocknet ist. Definiert die Umrisse mit einem dünnen Pinsel. Beschichtet den Rest der Nägel mit rosa und lila Nagellacken. Wow, es sieht so aus, als hätte ich einen Regenbogen auf meinen Nägeln. Das ist eine perfekte Maniküre. Es gibt kein Design, mit dem ich nicht mithalten kann. Ich habe schließlich Klebeband. Befestigt dünne Klebebandstreifen am Nagel.
erstellt er Muster aus Quadraten. Trag gelbe und rosa Acrylfarben auf einen Schaumpinsel auf. Tupf den Überschuss ab und trag die Farbe auf den Nagel auf. Deck die Haut um den Nagel vorher mit Kleber ab. Den anderen Nagel könnt ihr zum Beispiel gelb und blau machen. Entfernt das Klebeband, sobald die Farbe getrocknet ist. Und zieht den Kleber um den Nagel ab. Definiert die Umrisse mit einem dünnen Pinsel. Malt den Rest der Nägel mit passenden Acrylfarben an. Fügt auch hier klaren Kleber hinzu. Hey, gut gemacht! Dieser Farbübergang ist erstaunlich. Jetzt versuchen wir ein Leopardenmuster zu erstellen. Deck dein Nagel mit orangefarbenem Nagellack ab. Und beschichtet nur die Hälfte eines anderen Nagels. Füg Leopardenflecken mit einem dünnen Pinsel und schwarzem Nagellack hinzu. Bestreicht sie mit klarem Nagellack. Und ich male ein Leopardenmuster mit einem normalen Bleistift und mit Acrylfarbe. Schneidet mit einem Bleistift ein Stempel eines Leopardenflecks aus einem Radiergummi aus. Trag gelbe Acrylfarbe auf einen Nagel auf. Beschichtet dein Nagel vollständig und bedeckt nur die Oberseite des anderen Nagels. Macht Abdrücke mit dem Stempel und der schwarzen Farbe und sichert die Farbe mit klarem Kleber. Hey, nicht schlecht! Diese Kunsttechnik hat funktioniert! Deine Arbeit ist genauso gut, als hättest du normalen Nagellack verwendet. Gute Arbeit, Mädels! Willkommen zu unserer Challenge! Haltet die Nagelfeile bereit! Klebeband darf auch nicht fehlen. Jetzt beginnt die Challenge. Wir sind gespannt, wer gewinnt. Schneidet einen Muschelnagelaufkleber aus und weicht ein Wattepad in Wasser ein. Legt die Muschel auf das Wattepad und weicht sie ein. Setzt sie auf einen Nagel und entfernt die Papierschicht. Bestreicht den Nagel mit klarem Nagellack und lasst es erstmal trocknen. Färbt die Muschel mit einem Nageldesignstift. Beschichtet den weißen Hintergrund auf dem anderen Nagel. Hey, tolles Ergebnis! Ich muss mir auch was einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich bitte die Natur um Hilfe. Schneidet eine Ameise aus einem Aufkleberpapierlesezeichen aus und befestigt es am Nagel. Skizziert ein Blatt auf eurem anderen Nagel mit einem schwarzen Marker und färbt das Blatt grün. Sichert das Design mit klarem Kleber. Beide Nageldesigns verdienen den ersten Preis und die Rivalen wurden Freunde. Eine Challenge ist kein Grund, das Mittagessen im Café abzusagen. Komm schon, wie lange soll ich denn noch warten? Oh, deine Nägel passen nicht zu deinem roten Kleid. Ach ja, findest du? Okay, warte kurz. Und, was sagst du jetzt? Hä, wie? Hast du eine Zeitmaschine? Nein, es ist nur ein einfacher Trick. Lackiert eure Nägel mit gelbem Nagellack. Bedeckt sie dann mit Kleber und lasst die Nägel trocknen. Tragt dann eine andere Farbe auf. Ihr könnt den Kleber zusammen mit dem Nagellack schnell abziehen, falls ihr schnell den Look ändern wollt. Und hier sind meine neuen Nägel. Das ging aber schnell. Endlich haben die beiden beide Sachen kombiniert. Wie fandet ihr unsere Ideen? Schreibt uns, welches Nageldesign ihr gerne ausprobieren möchtet.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.